So, und an der Stelle, moin Leute, was geht, euer Junior und Dermaneben-Freunde. Wie ja viele von euch wissen, wurde ich vor 2-3 Wochen operiert. Meine Galle wurde entfernt und meine Gallensteine wurden entfernt. Leider Gottes, Leute, hat meine Galle Gallensteine hergestellt. Das kommt vielleicht durchs Abnehmen, Leute. Vielleicht habe ich sie schnell abgenommen oder durchs Übergewicht noch. Ich habe ja, oder ich wiege zurzeit 120 Kilo. Das kann auch dadurch kommen. Es kann aber auch andere Gründe sein, Leute. Leider Gottes kann man das nicht herausfinden. Ja, Leute, ihr wisst nicht, was ich für Schmerzen hatte. Ja, die Gallensteine haben extreme Schmerzen gemacht. Ich hatte teilweise richtige Magenkrämpfe gehabt. Ich war auch sehr oft zu Hause und ich musste auch 2-3 Mal kotzen. Ja, sorry, dass ich das jetzt mal so sage, aber es ist einfach so. Ich war auch 2-mal im Krankenhaus. Wir haben 2-mal den Notarzt gerufen. Die haben mir auch nur Tabletten dagelassen. Ja, ich musste ein halbes Jahr lang suchen, was der Grund war für die Magenkrämpfe. Und irgendwann hat man einen Ultraschall gemacht von meinem Magen und da hat man festgestellt, da sind Gallensteine drin. Ja, nach einem halben Jahr, das muss man sich erstmal wirklich vorstellen, Leute. Mein Magen war von Dingen her immer gesund. Ja, ich hatte auch noch nie was mit dem Magen gehabt. Und ja, ich war mal klar froh, dass mein Magen gesund ist, dass, was weiß ich, keine anderen Sachen oder keine schlimmeren Sachen herausgefunden wurden oder gesehen wurden. Ja, aber das ist schon eine lange Zeit, Digga. Ich habe jede Woche gefühlt Magenkrämpfe gehabt oder jeden Monat 2-3 Mal Magenkrämpfe gehabt oder Bauchschmerzen gehabt. Das hat mich schon ein bisschen abgefuckt, aber am Ende des Tages war ich froh, dass die überhaupt was gefunden haben. Ja, man hofft mal klar immer nur das Beste und dass man nichts Schlimmes findet. Und ich sag mal so, wie es ist, Leute, das mit der Galle, das war jetzt auch nichts Schlimmes. Ich kann ohne Galle leben und die Gallensteine, die sind jetzt raus, wo ich dann auch wirklich sehr froh drüber war. Ja, Leute, ich war 2-3 Tage vor der OP nochmal im Krankenhaus in Aschersleben. Da habe ich dann mit die Narkoseärztin gesprochen und mit dem Arzt, der mich operiert hat. Ja, die haben mir jetzt alles nochmal erklärt, wie das abläuft und wie lange die OP dauert. Dass die OP, ich glaube, gerade mal eine Stunde gedauert. Das ist wirklich ein Ding von ungefähr ein paar Minütchen, also von ungefähr eine Stunde oder 2 Stunden. Es kommt immer drauf an, wie die OP abläuft und ob alles gut ist und dies und das und anderes. Ja, nach der OP, Leute, hatte ich dann extreme Übelkeit gehabt, extreme Schmerzen. Das war aber normal, Leute, weil der Magen ja aufgepumpt wurde. Mein Magen wurde ja, wie gesagt, aufgepumpt. Und ja, die Wunden taten noch weh, also die haben echt noch Schmerzen verursacht. Und ich hatte extreme Übelkeit. Ihr wisst, die Leute, ich wurde schon sehr oft operiert, ne? Ich glaube schon 4-5 Mal. Ich hatte noch nie nach einer OP Übelkeit gehabt. Also, Digga, so eine schlimme Übelkeit hatte ich lange nicht gehabt. Okay, ich dachte, jemand muss ich kotzen. Das war extrem schlimm. Ja, aber scheiß drauf, Leute. Ich hab's durchgezogen. Ja, dann haben sie mir auch was gegen die Übelkeit gegeben und gegen die Schmerzen auch. Übelkeit ging dann weg, aber dann kamen die Schmerzen durch. Und dann lag ich da so, oh, Junge, Hilfe! Der, ich dachte, ich muss jeden Moment sterben. Ich dachte, ich muss jeden Moment sterben, wirklich. Mir ging es extrem scheiße. Die Schmerzen waren extrem. Da habe ich dauernd gesagt, ey, die Schmerzen sind immer noch nicht besser. Hat mir wieder was gegeben. Ja, dann bin ich irgendwann auf Station. Dann habe ich da nochmal irgendwie eine Tablette oder sowas bekommen. Hat auch nicht gewirkt. Ich habe da eine Stunde gewartet, bis die mir eigentlich gewirkt hat. Aber da war nichts mehr vom Wirken her. Und dann kommt irgendwann eine Schwester, so eine ältere. Oh, sie setzen sich jetzt ins Bett. Jetzt gibt es eine Spritze. Und ich dachte mal, oh, eine Spritze. Ich habe ja keine Angst vor Spritzen, ne? Ich werde jede 3 Wochen gespritzt, Leute, wegen meiner Hautkrankheit. Ja, die dann so eine Spritze, wum, rein damit in der Hüfte. Rein damit, wum, Digga. Und ich so, wow, Digga. Also die hat es zwar nicht wehgetan, aber da hat sie reingebaut. Und alter Falter, dachte ich mir so, ich sag's da so, okay, ja. Der so eine 3/4 Stunde noch warten. Ich so, oh, nee, Alter, Junge, ich habe Schmerzen. Bitte geben Sie mir was Schnelleres, Junge, was ist denn los bei Ihnen? Ja. Ich dachte mir, ich muss sterben, wirklich. Ich bin auch dauernd durchs Zimmer gelaufen, ne? Es hat sich aber so komisch angefühlt, laufen. Und, ja. Aber nach einer 3/4 Stunde hat es dann auch wirklich gewirkt, Leute. Ich habe nachher geschlafen wie ein Bibi im Bett. So. Digga, es hat sich so gut angefühlt. Die einzige Scheiße ist nur, Leute, ich kann im Krankenhaus nicht schlafen, ne? Ich bin um 4 Uhr wieder aufgestanden. Guckst du auf die Uhrzeit? Ich habe 4 Uhr, oh, Bruder. Ich konnte noch nicht weiter schlafen, ne? Das war ein Krampf. Und, ja. Ja, das Ding ist, Leute, das fand ich auch extrem scheiße. Nichts gegen Arsch aus dem Krankenhaus, aber ich hatte nicht mein Internet da oben. Ja, ich hatte kaum Empfang. Ich konnte auch mit gefühlt kein telefonieren. Egal, ob es über Telefon war, über normales Telefon oder über WhatsApp. Ich konnte mit gar keinem telefonieren. Das ging gar nicht. Oder mit gar keinem Telen. Ne, ging nicht. Ja, war voll ein Arsch eigentlich. Ja, ich war froh, dass ich am Tag mal raus durfte. Frische Luft schnappen durfte und, ja.
Ich war wirklich einfach froh, dass ich überhaupt dann raus durfte, weil das war extrem, Leute, ihr wisst nicht. Das dauert in diesem Zimmer zu sein und kein Internet haben, das ist scheiße, ich sag's euch so, wie es ist, Leute. Ja, ich bin dann aber 2-3 Mal pro Tag rausgegangen, Verbandwechsel, alles sah gut aus und nach ungefähr 3-4 Tagen durfte ich dann auch nach Hause. Ja, der Arzt hat dann noch gemeint, oder die Ärztin, das war eine Ärztin, die hat dann noch gemeint, dass ich jetzt erstmal 6 Wochen keinen Sport machen darf. Ich bin schon in der 3. Woche, Leute, das heißt noch 3 Wochen. Muss ich ohne Sport klarkommen, was für mich persönlich sehr, sehr schwer ist, Leute. Ich liebe Sport, ich liebe Fußball, ich liebe Fitnessstudio. Das mache ich alles sehr, sehr gerne. Ich liebe laufen zu gehen, als zu joggen. Ja, darf ich erstmal alles nicht machen. Aber so ist es, Leute. Am 17. November darf ich wieder Sport machen. Ja, ich muss aber langsam anfangen. Ja, wieder joggen gehen, ins Fitnessstudio gehen. Dann auch irgendwann wieder Fußball. Also ich starte ganz langsam rein, ich übertreibe nicht gleich. Ja, Leute. Ich darf jetzt auch schon rausgehen wieder, also ich soll auch wieder regelmäßig rausgehen, spazieren gehen und auch, was ich jetzt auch wieder darf, Leute, ist beim Einkauf helfen. Ich darf meine Mutter wieder beim Einkaufen tragen helfen, mit Einkaufen gehen. Ich muss zwar noch gucken, was ich tragen darf und kann. Ich darf noch nicht so schwer schleppen, ich darf aber schon ein bisschen was mit anfassen, was ich persönlich wieder sehr, sehr gut finde. Ja, jetzt habe ich noch ein paar Fragen von euch, Leute. Ich habe euch in Insta-Story mal gefragt, ey, habt ihr noch ein paar Fragen zu der OP oder so, was euch interessiert oder wie die OP war oder was weiß ich, wann ich wieder Sport machen darf. Und die erste Frage ist, Leute, gab es geile Krankenschwestern? Ach, Bruder, ist wirklich, ich kann euch eins sagen, Leute, nein, es gab keine geilen Krankenschwestern. Es waren eher so die Älteren, keine Ahnung, also da hat mir keine richtig gefallen oder wo ich sage, boah, geil, die, Bruder, geil, Mann. Nee, gab's nicht. Hattest du Angst vor der OP? Ey, Leute, ich habe vor jede. Ich hatte vor jeder OP Angst. Ich wurde ja, wie gesagt, 4-5 Mal operiert. Ich habe vor jeder OP Angst. Egal, ob das jetzt eine OP ist, wo viel Risiko dabei ist oder wo wenig Risiko dabei ist. Jede OP hat sein Risiko. Es kann immer was passieren, Leute. Ja, also ich hatte schon vor der OP Angst gehabt. Aber keine riesengroße Angst jetzt, wo ich sage, boah, Alter, geht gleich am besten wieder nach Hause und lässt es. Also ich habe die OP, ich habe wirklich nicht so eine heftige Angst gehabt, aber ich hatte Angst gehabt. Hättest du sterben können, würdest du die OP nicht gemacht. Ah, Digga, mein Deutsch! Sprachen lernen, Bubble! Hättest du sterben können, würdest du nicht operiert werden? Nein, Leute. Das war jetzt keine OP. Also die OP war jetzt nicht notwendig, aber ich habe die OP machen lassen wegen die Schmerzen, weil ich habe es wirklich nicht mehr ausgehalten, Leute. Ich war, wie gesagt, sehr oft zu Hause. Mir ging es persönlich sehr, sehr oft scheiße. Und darum habe ich gesagt, ich möchte die OP machen lassen. Ich möchte mich operieren lassen und möchte die Gallensteine und die Galle entfernen lassen. Ja. Und Leute, ihr seht, ich lebe immer noch und meine Galle sind weg und ich kann auch ohne Galle leben. Ich muss auch keine Tabletten nehmen oder so oder irgendeinen Saft trinken oder so. Ich kann ganz normal ohne Galle weiterleben. Wie groß war die Erleichterung nach der OP? Boah, also Leute, nach der OP war ich schon erleichtert, aber an Erleichterung dachte ich nach der OP noch nicht so richtig. Ich hatte extreme Schmerzen gehabt. Ich war froh, wo die Schmerzen weg waren. Und dann war ich so richtig erleichtert. Und dann habe ich gesagt, der geil, jetzt hast du es hinter dir. Jetzt hast du es hinter dir. Ja! Sieger! Nein, Spaß. Nee, ich war aber froh, dass die OP zu Ende ist und dass ich durch bin. Ja, der Arzt kam nur noch rein, hat gesagt, ey, alle Gallensteine sind weg. Die Galle ist weg. Alles ist super. Die Heilung dauert jetzt nur noch ein bisschen und dann bist du durch. Ganz einfach. Jetzt war ich noch bei der Hausärztin. Die hat dann gesagt, ja, du darfst aber keinen Sport machen, dieses Ananas. Und ich muss auch keine Pflaster mehr tragen, Leute. Das ist alles sehr, sehr schön zusammengewachsen und ich freue mich einfach, dass ich jetzt demnächst wieder Sport machen darf. Dass ich wieder meinen Alltag leben kann, dass ich wieder alles machen darf. Dass ich wieder regelmäßig zur Schule gehen kann, Leute. Ja, das ist sehr wichtig für mich. Und auch wegen Praktikum alles Mögliche und auch regelmäßig Freunde sehen. Finde ich sehr, sehr wichtig, zu der Schule oder zur Schule zu gehen. Ach, der, mein Deutsch ist, sorry, wenn ich mich ein bisschen verlabere, Leute, tut mir leid. Also wie gesagt, es ist mir schon wichtig, in die Schule zu gehen, weil Schule, ja, ist sehr, sehr wichtig. Leute, ja, an der Stelle möchte ich dann auch sagen, haut rein, heute. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.